Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute 30 Grad oder die Tage 30 Grad, ne, unheimlich warm. Kein Vergleich zum Mai, wo wir ja doch eher mit Jacke und langer Hose unterwegs waren. Ich war die Tage auf der Schwäbischen Alb, habe da ein paar Aufnahmen nochmal für euch gemacht. Es geht um Schieten, es geht um das Management, die Völkerführung. Wir schauen in ein paar Bienenvölker rein. Habe leider vergessen, eine Einladung zu sprechen. Das hole ich jetzt hier einfach kurz nach. Wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen, bei dem Video. Wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo. Und ja, Film ab, ne? Dann habt ihr mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Hier die Kamera. Ihr schaut wahrscheinlich gerade aus der Drohne zu. Hier ein Bienenvolk. Und dann gehen wir da einfach mal ran, bauen uns das auseinander, lupfen die doch schon ganz gut gefüllten Honigräume mal auf die Seite. Klar, wenn wir jetzt hier im Vollgasbetrieb arbeiten würden, würden wir das ein bisschen anders handhaben, weil wir wollen ja nicht jedes Mal den Rücken opfern und die Waben auf den Boden stellen. Wenn wir beim Brutnest angekommen sind, Absperrgitter zur Seite, Ski zur Seite und dann sind voll gearbeitet. Wir nehmen die Wabe raus, ich nehme noch gern den Ski raus und dann kann ich das Bienenvolk, hier haben wir noch eine Ersatzwabe, die wir, und dann kann ich einfach das Bienenvolk hier hantieren. Ne, kann mich ergonomisch geschickt, der Rücken freut sich, knie ich mich hin, kann ich einfach hier zack zack durchgehen. Ja, machen wir jetzt für den Film. Normal würden wir das nicht brauchen hier bei dem Bienenvolk wahrscheinlich. Ja, also was uns hier eigentlich ganz klar auffällt, im Unterschied zu letzter Woche, wo wir hier waren, wir haben komplett bebrütet. Hier läuft die Königin, eine sehr schöne Königin. Schön groß, schöne Farbe, gefällt mir. Wir haben komplett bis an den Rand bebrütete Waben. Also die Königin, die hat die Eileistung, die hat diesen Druck, auch hier wieder komplett bis an den Rand rausgebrütet. Ja, sowas, so wollen wir die Waben sehen. Da hatten wir einen kleinen Spielnäpfchen und auch hier die letzte bzw. die erste Wabe auch komplett Brut. Ne? Auch hier. Und so kann man auch aus dem Vier-Waben-Volk, wenn man es einfach ein bisschen enger setzt, oh, wir sind bei 5 Waben, sehe ich gerade, können wir auch hier komplett alles voll mit Eier, mit Maden, mit Stift, also die Königin, die bringt ihre Leistung und das muss man auch sagen, ist ein 5-Waben-Volk, jetzt mal so gesagt, ja, und dieses 5-Waben-Volk hat im Wesentlichen 2 Honigräume voll gemacht, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Also das ist durchaus in Ordnung. Jetzt baue ich es zusammen und dann sehen wir uns ja, also da haben wir jetzt, lasst uns schätzen, boah, sagen wir unten 12 Kilo, oben 10, also 22 Kilo Honig drin. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Es gibt sicherlich Bienenvölker, die bringen mehr. Aber ich meine, es ist ja auch immer ein Betriebskonzept. Das müsste euch ja auch klar sein. Direktvermarktung produziere ich, brauche ich die Menge, weil mein Preis anders ist, um den Großhandel zu beliefern. Was macht mir Spaß? Wo gefällt es mir? Und da muss man sich persönlich finden. Denn es macht ja wirklich keinen Spaß, grießcremig zur Arbeit zu gehen. Da funktioniert es einfach nicht. Ja, ich schaue mir jetzt die Gruppe weiter an und ihr seid dabei, sobald es wieder was Interessantes gibt. Das will ich euch auch mal noch kurz zeigen. Wir haben hier, wir sind ja hier an so einer Naturschutzfläche, an so einer extensiven Wiese. Und ihr seht Schmetterlinge, ihr hört die Grillen, ihr seht, was da alles blüht. Also das ist wirklich eine sehr interessante Alternative für die Bienen und
solche Flächen sollte es halt einfach, finde ich, meiner Meinung nach, deutlich mehr geben. Schieden im Sommer, ne, ist so eine Sache. Also bei dem Volk jetzt hier zum Beispiel haben wir es so, dass alle Waben komplett voller Brut sind. Das sind jetzt hier 5 Stück. Wir haben noch Stifte, also komplett voll bis an die Eckenrunden. Und es ist ja klar, dass dieses Volk dann nochmal eine extra Mittelwand bekommt. Das ist eigentlich ganz klar. Da kann die Königin wahrscheinlich noch mehr Eier legen. Da kann noch mehr passieren. Auch hier wieder ein Bienenvolk, das ich gerade aufgemacht habe. Und das will man natürlich sehen. Von oben alles voll. Das ist das, was wir uns vorstellen. Also auch hier eine zweite Etage oder erste Etage, je nachdem wie rum erzählen, alles voll. Ah, seht ihr, schon einen Fehler gemacht, Absperrkette dran geklebt, beide Honigräume aufeinander gestellt. Könnte schon sein, dass die Königin praktisch einmal übergesprungen ist. Aber ja, wieder Schied raus. Und ja, nicht gerade fürs Flugloch. Weil man muss dieses Jahr sagen, ne, wir haben ein bisschen mehr, also deshalb auch die Videos vielleicht ein bisschen anders. Nicht immer bei den stärksten Völkern, weil man muss sagen, wenn man die Völker aufmacht, finde ich nach wie vor, dass es das Volk stört. Und vor allem in diesem Jahr, wo wir dieses extrem schlechte Frühjahr hatten, gilt es natürlich jetzt erwerbsmäßig, technisch oder Imkern im Erwerb, gilt es natürlich drum, oh, seht ihr, auch so, mir passiert sowas, gilt es natürlich jetzt auch, das Optimum aus den Völkern rauszuholen. Und da müsst ihr einfach ein bisschen Verständnis haben, dass ich da einfach in diesen Völkern, die wirklich Honig bringen, die, auf die wir dieses Jahr, wo wir im Prinzip dieses Jahr uns über jedes Gramm freuen, dass ich da jetzt nicht lang die Völker aufmachen will, filmen will und wie gesagt, da müsst ihr einfach ein bisschen Verständnis haben. Nichtsdestotrotz war ja eine, nehmen wir überhaupt hier das Richtige auf, war ja eine der vielen Fragen oder wo immer wieder auftaucht, war ja das Thema Drohnenbrut schneiden. Wer es dem Kanal schon länger folgt, ja, und es sind ja mittlerweile doch einige, was mich ja auch motiviert, weiterzumachen. Weil manchmal hat man so Phasen, wo man denkt, ja, hat es überhaupt Sinn? Das Thema Drohnenbrut schneiden, wer dem Kanal folgt, auch hier komplette Brutwaben voll, ne? Geschlossene Brutnester. Der wird festgestellt haben, und es war ja auch in den Kommentaren schon oft Thema, Drohnenbrut schneiden. Ich habe keine Baurahmen. Auch hier alles komplett voll mit Brut. Ich habe keine Baurahmen. Warum habe ich keine Baurahmen? Das kann ich euch ganz einfach, also auch das erweitern wir. Auch das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich habe keine Baurahmen. Aus dem Grund, weil, ein bisschen schwer, ich an der Wirkung ein bisschen zweifle. Also, oder sagen wir es mal andersrum. Ich kriege meine Völker ja auch gut durch den Winter. Wir kriegen unsere Völker ja auch gut durch den Winter ohne, ziemlich warm schon wieder, ohne Baurahmen, also ohne Drohnenbrutschneiden. Also wir haben dieses Varroa-Problem. Eigentlich nicht so, dass wir sagen, wir brauchen diesen Drohnenrahmen oder diesen Baurahmen. Dann finde ich es natürlich ethisch, ist es nicht meine, ich gucke mal, ob der Ton stimmt. Dann ist es natürlich ethisch auch eine Sache, wo ich sage, da kann und da will ich auch nicht mit. Ne? Da sehe ich diesen absoluten Druck nicht, das zu machen, da tausendfach Drohnen zu töten. Dann ist das andere Thema, ich will ja meine Drohnen. Ne? Ich weiß ja, meine Königinnen sind gut oder meine Völker sind gut, diese Genetik will ich ja haben. Ich will viele Drohnen haben, ich will eine gute Begattung haben. Ist jetzt auf den Wanderständen vielleicht nicht das ausschlaggebende Argument, aber prinzipiell der Grundgedanke. Und dann kommt der letzte Punkt eigentlich dazu, ist ein immenser Arbeitsaufwand.
ja, den Baurahmen einhängen, das geht ja alles noch. Aber dann, Jungs, macht mal von 100, von 200 Völkern, schneidet da mal Baurahmen. Was mache ich damit? Ja. Laufe ich dann hier mit der blauen Mülltüte rum oder mit so einem riesen Kasten, wo ich das alles reinschneide, dann schleppe ich das zum Auto und dann soll ich das dann wirklich 2 Stunden einschmelzen für eine Menge Kompost, eine Menge getöteter Drohnen praktisch und ein paar Gramm Wachs. Also das steht für mich und mit meiner Arbeitszeit, das steht für mich in keinem Verhältnis. Und wie gesagt, da wir es nicht brauchen, ist das ein Thema, auf das wir sehr gerne verzichten. So, weiter geht's. Ist das nicht ein schöner Ausblick und eine schöne Geräuschkulisse für Arbeiten? Da willst du doch nicht im Büro sitzen. Ihr erinnert euch an das Video mit Katrin. Da haben wir hier eine Wabe gegeben, weißen Punkt drauf gemacht. Oder auch, ich habe es auch erklärt im letzten Video, wo wir die Königinnenversuchsgruppe besuchen. Habe ich eine Wabe gegeben, haben wir einen weißen Punkt drauf gemacht. Und dann erkennt man einfach, hat die Königin noch Leistung. Das heißt, alle Waben waren voller Brut. Dann habe ich eine weitere Waage gegeben, habe einen weißen Punkt drauf gemacht, weil dann kann ich mir einfach anschauen, war es eine richtige Entscheidung oder nicht. Mache ich, wie gesagt, nicht immer, aber manchmal will man sich ja kontrollieren. Und hier sehen wir jetzt klar Honigecken oder Nektarecken. Wir sehen Pollen, aber wir sehen hier auch eine Handvoll Brut und hier hinten eigentlich das Gleiche. Also daraus wollen wir ableiten, dass die Königin jetzt im Prinzip an ihrer Leistungsgrenze ist. Ja, warum und wieso, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren gerade. Aber sie ist an ihrer Leistungsgrenze, ist ja eine rote Königin. Gibt es auch manchmal noch, die war wohl letztes Jahr noch sehr gut. Ist an ihrer Leistungsgrenze mit 5 Waben oder sagen wir mal 4,5 Waben Brut. Nee, 5,5 Waben Brut, so rum ist es. Demzufolge kann man auch erwarten, dass man irgendwo eine Schwarmzelle vielleicht findet oder eher findet. Da gucken wir ein bisschen gründlicher. Eine Biene im Ohr muss nicht unbedingt sein. So, wieder draußen. Genau, also da brauchen wir jetzt sicherlich nicht drüber nachdenken, da noch eine Wabe weiterzugeben. Da sind wir in einem Bereich angelangt, wo die Königin eigentlich ganz gut arbeitet. Ja. Genau, auch hier schönes Brutbrett. Also wie gesagt, diese 5 Waben macht sie wahrscheinlich ganz toll voll. Und hier sehen wir es eigentlich schon, was wir erwartet haben. Durch das, dass die Königin ja dann doch ein bisschen schon älter ist, schon ein bisschen schwächer ist. Und eben nicht weiter wie 5,5 Waben Brut macht, haben wir die hier erwarteten Schwarmzellen. Ja. Da wollen wir jetzt noch einen Tick mehr Zeit drauf verwenden, weil, wie gesagt, wir wollen da keine übersehen, vor allem dieses Jahr nicht, wo man sich über einen Schwarm wahrscheinlich doppelt ärgern kann. Ja. So, dann sind wir hier wahrscheinlich durch. Meistens ist es ja nur eine Wabe, manchmal 2, wo man diese Zellen findet. Genau. Ja, jetzt habt ihr auch mal gesehen, dass man manchmal, auch wenn man Erfahrung hat, doch sein Wissen relativ, ne, auch hier die letzte Wabe komplett voll mit Brut. Auch hier nochmal eine Schwarmzelle. Also bis zuletzt konzentriert arbeiten. Ja. Und dann haben wir das doch. Gut, das soll es an dem Volk dann auch mal wieder gewesen sein. Ihr habt mal gesehen, wie ich das mit der Erweiterung handhabe. So lernt man das Schieden. Ne? So kommt man einfach in dieses ganze Thema rein. Und ja, ist ja ein großes Thema, Schieden. Einfach schön hier, ne? Ich bin jetzt noch mal ein Stück weiter. Wir schauen uns mal noch mal so einen
Raps an. Da war ja im letzten Video auch die Frage, ob der da gezeigte Raps überhaupt noch honigt. Und ja, wenig, ne? Aber er honigt. Es waren es immerhin fast 900 Gramm am letzten Tag auf der Waage, also gestern, wo wir ja auch gutes Wetter hatten. Und ja, aber das ist, wie gesagt, habe ich ja im Video schon gesagt, eine Woche noch und dann ist das Thema dort erledigt. Scheint jetzt dieses Jahr ganz gut dann mit der Kastanie zu passen, so dass wir die Völker vielleicht in die Kastanie fahren. Die bringen ja noch Honig, die entwickeln sich ja noch. Wir haben das ja gesehen, die haben große verdeckelte Brutflächen. Und Kastanienhonig ist jetzt nicht unbedingt das, was wir in immensen Mengen vermarkten. Aber wir brauchen es wieder und da kann man so eine, ja, ich sag mal da, halblebige Gruppe oder so ein bisschen eine durchmischte Gruppe schon hinfahren. Das ist ja jetzt für uns auch nicht weit. Dann kriegen die nochmal einen richtigen Pollenschub, gehen nochmal in Brut richtig und dann kann man die richtig stark in den Winter setzen. Oder in Wald, ne? Also das sind ja jetzt die zwei Alternativen bei mir. Für diese Gruppe ist ja jetzt die Entscheidung Wald oder Edelkastanie. Und dann muss man sagen, tut die Edelkastanie diesen relativ schwachen Völkern sicherlich viel, viel besser. Weil eins ist ja klar, auch wenn die jetzt schwach sind, wir wollen die stark in den Winter bekommen und wir wollen, dass wir die eben nächstes Jahr wieder im Vollgasbetrieb haben. Ja, die bekommen dann neue Königinnen. Schaut es euch einfach im letzten Video nochmal an, wenn ihr es nicht wisst oder nicht gesehen habt. Die bekommen neue Königinnen und da gibt es eigentlich die Edelkastanie viel, viel besser wie der Wald. Ja, vielleicht machen die auch noch beides. Man weiß es nicht, was dieses Jahr noch kommt. Aber jetzt drehen wir uns um und schauen uns im Moment den Raps an. Ja, wenn wir leise sind, man hört es summen, man hört es fliegen. Also die Bienen sind da doch noch interessiert. Sieht ja wirklich ein bisschen spärlich aus im Vergleich zu so auf den ersten Blick. Aber wir sehen halt, wir haben hier auch noch viele geschlossene Knospen. Also klar, hier oben wieder, das haben wir im letzten Raps auch gehabt, aber hier haben wir viel, viel mehr. Und vor allem haben wir auch hier im unteren Bereich noch geschlossene Knospen. Also hier sehen wir dann vielleicht auch nochmal eineinhalb Wochen beschäftigt. Zwar dann nicht mehr mit diesen Bombenerträgen, aber wie gesagt, da gibt es für die Bienen schon noch was zu holen. Und solange wir, muss man ja jetzt auch ehrlich sagen, solange wir keine Alternative haben. Also wir sind ja nicht die Imkerei, die quer durch Deutschland fährt, sondern regional bleiben. Und solange wir keine Alternative haben, dass ich jetzt sehe, okay, meine in Anführungszeichen Spionvölker im Wald haben richtig Eintrag, habe ich hier ja auch keinen Druck, die wegzunehmen. Ja? Weil im Prinzip sind wir keine Imkerei, die Sortenhonig gemacht, also so Linde, Akazie, das machen wir nicht. Wir haben unsere Standardsorten und regional. Und deshalb haben wir diesen Druck gar nicht, weil ich jetzt nicht woanders die Dollars in den Augen wegfließen sehe. Klar, wenn dann der Wald kommt, dann soll es schnell gehen. Auch irgendeine Sommerblüte. Aber da sind wir ja auch noch ein bisschen entfernt, zumindest bei uns zu Hause. Da warten wir noch auf die Brombeeren, wir warten auf die Linde. Wir warten ja im Prinzip auch auf die einzelnen Edelkastanien bei uns daheim. Also da besteht jetzt im Moment kein Druck. Und das ist ja ein bisschen dieses Problem der Imkerei. Ne? Mit dem Warten kannst du Geld verdienen und du kannst es richtig entspannt haben. Aber dann kommt relativ viel auf einmal. Ne? Dann kann jetzt nämlich passieren, der Wald fängt an und dann hast du deine Völker im Raps schnell den Honig einzusammeln, den Honig wegzufahren, irgendwo Telefon. So, und dann passiert einfach viel auf einmal. Ne? Den Honig einzusammeln, die Bienen zu wandern, dann hast du wieder 3-4 extrem stressige Tage, aber du hast auch so ein bisschen so Tage wie, ja, die Tage dazwischen einfach, wie jetzt gerade.
wo du ein bisschen nach den Völkern schaust, den ein oder anderen Honigraum noch gibst, dich mit dem Thema Königinnen beschäftigst, also Königinzucht beschäftigst. Aber wie gesagt, wenn wir in die nächste Woche schauen, wie gesagt, dann ist die andere Gruppe im Prinzip wahrscheinlich so, dass da der Raps fertig ist, dass die Edelkastanie anfängt. Da haben wir mit dieser Gruppe ein bisschen zu tun. Und da steht ja nicht nur eine Gruppe, ja. Sehen wir mal ehrlich. Also da haben wir dann schon noch ein... Nächste Woche werden wir ein bisschen schwitzen. Aber mei, so ist das. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende von dem Video. Ich hoffe, dass ich euch wieder ein paar interessante Einblicke gegeben habe. Zum Beispiel, wie lernt man das mit dem Schieten? Wie kontrolliert man sich da mit diesem weißen Punkt? Ein bisschen auch, wie sehen die Völker aus? Was ist noch zu erwarten? Also mittlerweile muss man sagen, sind wir doch mit der Lage eigentlich zufrieden oder zufriedenstellend. Jetzt wird es halt spannend, was passiert die nächsten Wochen noch. Wir stehen jetzt ja im Prinzip kurz vor der Edelkastanienblüte. Wir wissen noch nicht genau, was im Wald passiert. Also insofern kommen spannende, arbeitsreiche Zeiten. Vor uns die Honigernte steht an. Das alles Mitte Juni, ne, so 4 Wochen verzögert. Also ein ganz interessantes Jahr nach wie vor. Und ja, ich denke, ich habe auch einige Fragen, die immer häufiger in den Kommentaren waren, ganz gut beantwortet. Bedanke mich für das Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo und was auch immer. Ich freue mich aufs nächste Mal und dann bis dahin.